Sind Sie zu stark, bist du zu schwach? Wird die AfD deshalb immer beliebter, weil die Grünen viele mit ihrer Politik nicht mitnehmen? Das frage ich gleich den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Den hole ich jetzt gleich mal unten ab. Und das Interview beginnt schon im Fahrstuhl. Guten Tag, Herr Kretschmann. Parker Bruder. Kommen Sie mit rein in unseren Aufzug. Winfried Kretschmann, 75 Jahre alt, seit 12 Jahren Ministerpräsident, katholisch verheiratet, 3 Kinder. Gestern im Landtag war er erschüttert, dass eine rechte Partei wie die AfD so großen Zuspruch bekommt. Zusammenhalt war ihm wichtig für seine letzten Amtsjahre und Fortschritte beim Klimaschutz. Aber die Unzufriedenheit bei den Bürgern wächst und sie profitieren, die AfD. Kretschmann auf der Suche nach Lösungen, wir haben Fragen. Blitzfragerunde im Aufzug. Verbote oder Kompromisse? Kompromisse. Da ist er klar. Wer ist Ihnen näher, Ricarda Lang oder Boris Palmer? Irgendwo dazwischen. Jetzt wird es, glaube ich, schwieriger. Auf ein Bier mit Alice Weidel oder AfD-Landeschef Markus Frohnmeier? Weder noch. Da sind Sie klar? Ja, ganz klar. Herr Ministerpräsident, gestern kamen die Umfragewerte 19% für die AfD. Das heißt, jeder Fünfte im Land würde derzeit die AfD wählen. Ich lese Ihnen mal eine Reaktion vor, die wir bei Facebook bekommen haben. Das Schlimmste ist, dass die AfD überhaupt nichts tun muss. Die anderen Parteien sind die besten Wahlkämpfer für die AfD, allen voran die grüne Sekte. Sind die Grünen schuld am Hoch der AfD? Ich glaube, das ist einfach eine unsinnige Aussage. Erstmal wissen wir das ja gar nicht wirklich. Ja? Ich meine, das muss man ja untersuchen. Warum wählen jetzt so viele? Die Menschen muss man befragen, statt dass man einfach wild rumspekuliert und irgendjemand die Schuld zuschiebt. Genau deswegen hat sie so viele Wähler. Weil wir alles aufheizen, sofort zu einer Kulturfrage. Ich meine, man kann die Grünen gern kritisieren, weil sie dieses macht oder jenes lassen. Aber immer irgendjemand zum Feind und zum Hauptschuldigen für irgendwas erklären, ohne dass man dafür einfach Tatsachen untersucht hat, das ist genau der Grund, von dem solche extremistischen Parteien profitieren. Also Sie sagen, da findet ein Kulturkampf statt in der Politik. Aber jetzt nehmen wir mal praktische Beispiele. Heizungsgesetz, Verbrenner aus, Angst um Arbeitsplätze. Die Menschen in Baden-Württemberg sollen plötzlich E-Auto fahren, verstehen das Ganze nicht, fragen sich, woher der Strom dafür kommen soll. Wenn man sich umhört im Land, dann verstehen das viele Leute nicht. Und das ist grüne Politik. Ja, wir sind einfach in einer großen Umbruchphase. Wir haben zum ersten Mal wieder mitten in Europa einen Krieg. Der Klimawandel kommt wirklich an. Das spürt jetzt jemand. Wir haben im Gefolge des russischen Angriffskriegs eine hohe Inflation. Wir haben einen Fachkräftemangel. Die ganze Wirtschaft ist im Umbruch, ja, in der Transformation. Das führt natürlich zu Unsicherheiten. Wie geht es weiter? Können wir unseren Wohlstand halten? Wie geht es mir mit dabei? Ja, und dieses Gefühl der Unsicherheit ist natürlich groß. Das sind ja alles äußere Umstände. Also hat es nichts auch mit Ihrer Politik zu tun? Ja, wir reagieren natürlich auf diese Politik. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Klimawandel wirklich bekämpfen will und nicht nur darüber reden, dann landet man am Schluss auch im Heizungskeller der Menschen. Das finden die erstmal nicht lustig. Ja. Was geht die Politik erstmal an, wie ich heize? Aber in Wirklichkeit kann man den Klimawandel anders nicht eindämmen. Es geht auch zum Schluss, wie leben wir, wie heizen wir, wie bewegen uns fort. Das sind Zumutungen, nicht? Und dass man da auch mit Unzufriedenheit, Unverständnis reagieren kann, das ist erstmal ganz normal. Wenn Sie sagen Zumutungen, was viele Menschen gerade auch nicht so richtig verstehen, ist die Frage der Zuwanderung. Ich habe Boris Palmer vorhin im Aufzug nicht ganz ohne Grund genannt. Er ist ja im Grunde ein Gegenmodell zu vielen Grünen, viel weiter rechts als die Partei es ist. Bräuchte es solche Leute nicht viel mehr in ihrer Partei, um die Wähler von der AfD zurückzuholen? Oder überlassen Sie das der CDU? Ich meine, wir haben halt die Leute in unserer Partei, die eintreten in diese Partei. Ja? Das tun sie ja aus freiem Entschluss. Und wir sagen ja nicht, du trittst ein und du nicht, weil du hast die richtige Meinung und du die falsche. So funktioniert das ja gar nicht. Sondern eine Partei... Ja, aber reicht es aus, auf dieser linken Position zu sein? Nein, jede Partei muss sich natürlich
überlegen, wie reagiert sie auf die Probleme. Ja? Aber auch wir stehen ja selber unter der Situation, weniger Einnahmen zu haben. Das geht nicht mehr so in die Höhe. Da muss man dann auch Prioritäten setzen. Kein Problem in diesem Land bleibt unbearbeitet. Und das ist der Unterschied zur AfD. Alle demokratischen Parteien widmen sich Problemen und jatzen nicht irgendwas hoch und machen daraus eine Ideologie oder eine Glaubensfrage. Ganz kurz noch zur AfD. Das sind jetzt Umfragen in Baden-Württemberg. Es gibt aber natürlich auch schon erste Wahlergebnisse, die in diese Richtung zeigen. AfD-Landrat oder auch Bürgermeister. Ganz kurz noch, wie weit sind wir denn entfernt von diesem Kipppunkt, an dem es dann irgendwann gefährlich wird für unsere Demokratie? Noch sehr weit entfernt. Allerdings, darum kann das jetzt nicht nur irgendwie an den Grünen in Deutschland liegen. Das haben wir in ganz Europa. In den meisten europäischen Staaten sind die Grünen überhaupt nicht an der Regierung oder noch nicht ganz wenige im Parlament. Also kann das nicht einfach an uns liegen. Ein Trend, den wir in ganz Europa haben, das ist einfach der Umbruch, den wir in der Welt haben. Dazu gehört natürlich auch die ganzen Migrationsbewegungen. Das ist ja logisch, die Leute warten ja nicht, bis sie verdursten, weil kein Wasser mehr da ist durch das Klima, machen sich auf den Weg. Wem kann man denn das verübeln? Aber das auch so zu regeln, dass da Ordnung herrscht, das ist mal nicht so einfach. Also, aber wir tun alles, dass wir es einigermaßen geregelt bekommen. Sagt Winfried Kretschmann. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für das Sommerinterview. Bitteschön.